Als nächstes begrüßen wir die vierfache Mutter aus Dresden, Yvonne Henzel. Jetzt geht's los. Hallo, liebe Cottbusser, liebe Gäste. Ich freue mich, heute hier dabei sein zu dürfen an diesem ganz besonderen Datum. Wir erinnern uns, in der Nacht zum 3. Oktober 1990 trat nach über 40 Jahren der Teilung Deutschlands in DDR und BRD und ein Jahr nach dem Fall der Mauer das Grundgesetz auch in den neuen Bundesländern in Kraft. Die Einheit unseres Vaterlandes in Freiheit war somit vollendet. Als die Mauer fiel, war ich 12 Jahre. Und damals als Kind realisierte ich kaum, was da eigentlich geschah. Heute allerdings schaue ich mit Stolz zurück auf die Menschen in der DDR und darauf, was sie mit ihren Protesten gemeinsam als Volk Großes bewirkt haben. Daran halte ich fest und schöpfe meine Hoffnung. Ich lebte nach der Wende gut und gerne in diesem Land und stets war mir bewusst, was für ein Elend und welche Not in anderen Teilen dieser Welt herrscht. Aber ich habe mich in meiner Heimat immer sicher und wohlbehalten gefühlt. Ich habe dieses Leben für so gut gefunden, dass ich es unbedingt weitergeben wollte und habe mich mit Herz und Verstand für jedes einzelne meiner vier Kinder entschieden. Mit dieser Flüchtlingspolitik allerdings kam die Wende. Und da will und kann ich nichts mehr schönreden. Plötzlich werden wir mit den wirtschaftlichen und sozialen Missständen der halben Welt konfrontiert. Mit Kriegen, an denen wir als Bürger dieses Landes überhaupt keine Schuld tragen. Plötzlich strömen Menschen zu uns, die völlig andere Werte als die unseren in sich tragen. Männer, die Frauen gegenüber keinerlei Respekt zeigen. Und ja, auch Menschen, die für ihren Glauben Unschuldige töten. Mittlerweile überfluten uns die Horrornachrichten über Vergewaltigungen und Messermorde nahezu täglich. Und wir sollten uns fragen, wie gehen wir mit diesen Vorfällen um? Haben wir uns schon dran gewöhnt? Haben wir es in unseren Alltag integriert? Sind wir noch empört? Oder sind wir schon zu ignorant? Haben wir unser tiefes Mitgefühl vielleicht schon verloren durch die Vielzahl der Vorfälle? Erinnern wir uns an den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember 2016. Ein Schock. Die Menschen waren in Angst und großer Trauer und bekannten sich dazu. Die Medien überschlugen sich mit Informationen. Und heute, fast 2 Jahre später, kaum jemand, der noch Trauer und Wut empfindet, will sich öffentlich dazu äußern. Die Medien verschweigen einen Großteil dieser Verbrechen und man fühlt sich schon fast schlecht, seine Wut zu bekunden. Man wird sofort in ein rechtes Lager gepresst, als Rassist beschimpft. Ja, es sind neue Mauern entstanden, weniger sichtbar und ohne Stacheldraht. Es sind Mauern aus Entfremdung, Angst und Wut. Mauern, die einem gemeinsamen Wir entgegenstehen. Mir ist bewusst, dass jeder Mensch das gleiche Recht besitzt, auf ein sicheres Leben, auf einen gewissen Mindestwohlstand
und dass wir alle in der Pflicht stehen, Menschen in Not Hilfe zu leisten. Aber ich bin nicht bereit, dafür unsere Sicherheit zu opfern. Und ich bin auch nicht bereit, Einschnitte in unsere Kultur zu akzeptieren. Jede Nation hat ein Recht auf Unterschiedlichkeit, auch die Deutsche. Wir sollten uns die Frage stellen, wo standen wir einst und wo stehen wir heute? Was können wir tun? Was dürfen wir und was nicht? Ich möchte Bertolt Brecht zitieren: Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Wir haben schon als Kinder unsere Pflichten gelehrt bekommen und auch die Rechte. Mit den Pflichten taten wir uns manchmal etwas schwer, aber spätestens als Erwachsene wussten wir, dass sie unabdinglich sind. Wir haben jetzt eine große Pflicht zu erfüllen. Das sind wir unseren Kindern und Enkeln schuldig. Es liegt an uns, wie es in diesem Land weitergeht. Wir müssen der Realität ins Auge schauen und wir dürfen sie nicht länger verdrängen. Die Sicherheitslage in unserem Land kippt immer mehr. Und wenn wir heute nichts tun, ist es morgen womöglich zu spät. Deshalb stehen wir hier, um etwas zu bewegen, um Menschen auf die Missstände hinzuweisen und der Politik zu zeigen, wir sind nicht einverstanden. Wir sind an einem wichtigen Punkt einer Epoche in der Geschichte unseres Landes angekommen, wo es Zeit ist für Veränderungen, für ein Handeln, ein Aufgebären, ja, und auch für Widerstand. Friedlich, aber entschlossen. Mit einer Lösung für all das, was in unserer Heimat vom größten Teil des Volkes nicht gewollt ist. Wie damals 1989, als sich plötzlich alles änderte, als sich unser Volk einig war und etwas bewegte, was es niemals zuvor in der Geschichte gegeben hatte, etwas, was damals hart erkämpft wurde. Die gemeinsame Freiheit in einem demokratischen Vaterland, in dem man auf lange Zeit gut, gerne und vor allem friedlich lebte, das wünsche ich uns zurück. Und dafür kämpfe ich mit allen aufrechten und mutigen Menschen in unserem Land. Vielen Dank.